Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute frage ich ChatGPT nach einem Sauerteigrezept, um rauszufinden, wer besser backen kann. Ich suche ein Rezept für ein einfaches Sauerteigbrot. Da ist es. Ich bin gespannt. Schnell umziehen und dann legen wir los. Hier ist das Rezept ausgedruckt. Ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Und zwar hier in der Schüssel 250 Gramm Roggenmehl, 10 Gramm Salz und 250 Gramm Weizenmehl Typ 550. Das soll jetzt alles mal durchgemischt werden. Dann braucht es im Rezept 200 Gramm aktiven Sauerteig. Eine relativ große Menge fürs Mehl. Und 300 Gramm lauwarmes Wasser. Wo ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, es gibt einen festen Teig. Aber vielleicht geht der ChatGPT davon aus, dass ich einen flüssigen Sauerteig habe. Aber auch dennoch wäre der Teig relativ fest. Ich habe aber dann schon ein bisschen weiter gelesen. Das wird jetzt von Hand durchgeknetet für 5 Minuten. Und dann lässt man den Teig hier bei Zimmertemperatur 8 bis 12 Stunden stehen. Also da wird sich der Teig sowieso relativ stark zersetzen, ist meine Annahme. Also er wird so oder so wieder weich, auch wenn er jetzt fest wird. Ich persönlich würde den Teig etwas weicher machen und den Teig dann halt einfach in den Kühlschrank stellen über Nacht. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. So, jetzt alles auf den Tisch nehmen und durchkneten. So, 5 Minuten später. Teig ist geschmeidig. Jetzt soll er zurück in die Schüssel. 8 bis 12 Stunden stehen lassen, bis er deutlich aufgegangen ist. Und mit einem feuchten Tuch zudecken. Ich nehme jetzt bei mir das Teigtuch. Nach 10 Stunden ist der Teig ja extrem aufgegangen, sieht für mich eher nach einem Vorteig aus, schon so eine leichte Übergare. Nächster Schritt, den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche erneut kneten, damit die Luft entweicht. Na, das braucht etwas mehr Mehl. Und da mache ich jetzt meine normale Formtechnik. Was man jetzt hier gut sieht, ist, dass der sehr schnell reißt. Das ist meistens ein Zeichen für eine Übergare bereits. So, zu einer Kugel formen und in ein gut bemehltes Gärkörbchen oder eine Schüssel legen und weitere 2 Stunden aufgehen lassen. Finde ich auch etwas lange, aber wir machen mal weiter. Kurzer Zwischenschritt. Feuerfeste Schüssel mit Wasser soll jetzt bei 230 Grad in den Ofen gestellt werden, während der Ofen vorheizt, damit Dampf entsteht, was dem Brot dann eine knusprige Kruste verleiht. Ist nicht ganz richtig aus der fachtechnischen Sicht, aber wir machen das mal so. Schüssel rein, zu und den Ofen 2 Stunden vorheizen lassen. 2 Stunden später, Brot ist schön aufgegangen. Ich denke, wäre es noch ein bisschen wärmer in der Küche, dann wäre es knapp. Jetzt steht ein Backpapier auf ein Backblech legen und das Ganze darauf stürzen. Ja, es ist knapp an der Übergare. Nächster Schritt, Brot in den Ofen schieben und für 30 bis 35 Minuten backen. Bis das Brot eine goldbraune Kruste entwickelt hat und von unten hohl klingt. Rein von der Teigeinlage her sollte dieses Brot länger gebacken werden. Wir bleiben aber gespannt. Nach 35 Minuten nehmen wir es raus. Ich würde es 50-55 Minuten backen, aber wir sind schon ans Limit gegangen. Man muss ja vom Laien ausgehen, wo dieses Brot backt.
Entschuldigung, in der Rezeptur steht noch Abschieben. Optisch sieht es aber gar nicht schlecht aus. Etwas flach, aber das war zu erwarten. Das Brot ist ausgekühlt. Ich habe vergessen, hier raufzuklopfen. Aber hör mal. Das ist halt immer so ein Geräusch, das man gern verwechselt. Das ist jetzt eher noch fast ein bisschen dumpf. Wird aber gerne mit hohl verwechselt. Und die Kruste ist relativ weich, wieder so ein bisschen schwammig. Typisches Zeichen, zu wenig lang gebacken. Schneiden wir es an. Bin gespannt, wie es innen aussieht. So eine Porung wie ein Weizenrock-Mischbrot, das ist eigentlich völlig okay. Was mich halt stört, ist ein bisschen flach, aber sonst okay. Jetzt Geruch. Ja, hier merkt man schon, dass das ein sehr kräftiges Brot sein muss. Das Brot ist sehr kräftig im Aroma. Das kann man mögen, das ist natürlich kein Problem. Es ist nicht zu sauer, das finde ich jetzt nicht. Es ist kräftig im Aroma. Das erstaunt mich ein bisschen. Teig so lange bei Zimmertemperatur gehen gelassen. Spricht vielleicht auch für den milden Sauerteig. Wenn du hier einen Roggensauerteig nimmst, dann kann es sein, dass das Brot dann zu stark, zu viel Säure hat. Hier finde ich es okay. Was mich auch erstaunt, Krume ist feucht, aber nicht nass, glitschig. Also es ist nicht übersäuert. Das war mein Gedanke, dass das passieren wird. Ich finde es okay. Ein paar Stellschrauben anpassen. Ich bin froh, kann ChatGPT noch nicht so gut backen wie ein Bäcker. So soll es sein. Wie findest du das? Soll ich mal wieder so ein Experiment machen mit Vergleichen? Wie findest du das Ergebnis? Überrascht dich das? Findest du es normal? Findest du es nicht gut? Was hättest du anders gemacht? Lass uns diskutieren. Soll ich noch was im ChatGPT eingeben? Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.